Da sind wir wieder. Zwei Tage sind schnell vergangen. Willkommen zurück zu Cro-Magan. Es geht direkt weiter. Hier nochmal die Farblehre. Und was haben wir hier zu tun? Wir müssen erst wieder einen opfern. Dich machen wir erstmal kaputt. Okay. Wir haben hier grün vorgeschaltet. Dann werde ich auch einfach mal ganz kurz überleben. Ich will nicht zu schnell sein, aber eigentlich würde es doch Sinn machen, den hier vorziehen zu lassen, weil der macht den kaputt. Du bist orange. Aber wenn du orange bist, kriegen wir dich niemals hier auf grün. Das heißt, ich schieße dich einfach nur an, damit du sauer auf mich wirst, was aber nicht geht, weil du ein normaler bist. Ich habe gefailt. Ich hätte ihn nach da ziehen müssen und dann den von da vorne hier vorkommen sollen, lassen sollen. Weil ich kriege aus dem Orange kein Rot gemacht, kein Grün gemacht. Nochmal, guter Anfang, auf jeden Fall. Aber jetzt haben wir das Problem gelöst. Wir müssen den hier hinten zunächst einmal Orange machen. Damit er das hier nämlich kaputt macht. Perfekt. Und jetzt machen wir den hier grün. Und dann machen wir den hier kaputt. Optimal. Es ist nicht immer so einfach, wie man denkt. Manchmal muss man auch erstmal sein Hirn benutzen. So, den müssen wir da durchziehen, ohne dass er irgendwie der Strom berührt. Das macht Sinn. Das klingt logisch. Reicht das, wenn ich hier eins blau mache? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. So geht's. Machen wir den da blau. Dann machen wir noch den da blau. Und zack. Da öffnet sich eine Tür direkt. Hier haben wir wieder was, was wir kaputt machen müssen. Den locken wir also gleich davor. Und hier hinter ist eine Tür, alles klar. Dann schauen wir doch mal nach. Hallo. So. Jetzt komme ich aber dummerweise nicht da hinten rein und kann nicht mehr die Dinge kaputt machen. Verdammt, ich hätte erst ihn da reinziehen müssen. Wobei, es hätte ich eh nicht geschafft, weil er da nicht festgehängt werden kann. Nee, okay, das war unmöglich. Alles gut. Alles okay. Wir können damit leben, dass wir jetzt hier nicht diese eine Kamera ausschalten konnten. Das wird mir im Nachhinein wahrscheinlich sehr wehtun. Aber, okay. Mich begrüßt ein Grüner. Hier ist sonst nichts? Na gut. Fertig. Ein bisschen irritierend, dass das jetzt so leicht war. Ah, hier haben wir einen roten. Komm her. Ach, du hast Angst davor. Wie findest du es jetzt? Schon ärgerlich, wenn man solche armen kleinen Druiden-Dinger, auch wenn sie bösartig sind, mit ihrer Anziehungskraft verletzt. So, wir schauen erstmal, was wir hinten noch brauchen. Ja, okay. Violett. Komm mal du hierher, lass dich da mal anziehen. Ich mache in der Zeit da vorne die eine Ding kaputt. Wenn, dann will ich hier schon einigermaßen versuchen, alles durchzuziehen. Auch wenn es einmal nicht ging, aber das verschweigen wir einfach mal. So, hier haben wir die Warnung über die Wartungskacheln, die tödlichen. Einen roten Ball. Und das Ding geht hier durch. Okay, wenn wir da hinten drin sind, macht er hier auf. Und das tötet ihn.
Ich stelle mich hier drauf. Dann kommt der raus. Würde aber direkt da hinten reingezogen werden, dann wäre er kaputt. Das will ich nicht, weil ich brauche ihn ja. Ich kriege ihn aber auch halt nicht hier irgendwie festgehalten. Und ich kann auch nicht hier und da komme ich nicht schnell genug rein. Ah, da ist rot. Das ist okay. Ich mache da aus, stelle mich hier drauf. Halte den vielleicht sogar erst nochmal hier angezogen, damit er nicht darüber geht. Dann sollte das gehen. Genau. Verdammt, ich kann wieder eine Ding nicht kaputt machen. Ich komme da nicht rein. Du bist doch böse. Aber das war ganz gut gelöst, wie ich finde. Drüber nachgedacht, bevor ich geschossen habe. Wichtiges Ding anscheinend. Erstmal das Hirn nutzen, bevor ich wild drauf rumballere. Obwohl rumballern in der meisten Zeit mehr Spaß macht. Würde ich behaupten. Oh! Jetzt habt ihr mich aber erschrocken. Ich hab da gleich bösartige Dinger erwartet. So, zuerst einmal schalten wir dich aus. Da haben wir einen bösartigen Orangenen. Der Rote öffnet die Tür. Ja. Das heißt, ich nehme zuerst den Roten mit. Und zwar von hier aus. Ich mache dich mal lustigerweise orange, weil du vielleicht dann davon angezogen wirst. Jetzt holen wir den mal so langsam her. Reicht das schon? Optimal. Was haben wir denn hier drinne? Hallo? Ah, hier ist das Ziel von dem Blauen, der dann grün wird. Okay. Was bist du? Willst du grün sein? Ich glaube, du sollst grün darstellen. Bist du grün? Du reagierst nicht. Ist natürlich nicht nett. Aber nehmen wir doch erstmal den Blauen da drüben mit. Reicht das schon? Nee. Perfekt, das reicht aber. Mit den lösen. Ziehen wir den ersten Mal. Ja, das war knapp. Hierher. Damit er zwischen den beiden steht. Das heißt, wir machen jetzt den zu, den zu. Genau. So. Jetzt tasten wir uns da langsam ran. Reicht noch nicht. Aber wenn ich jetzt hier blau anschieße, müsste das reichen. Jawohl. Ah, das war knapp. Das war verdammt knappe Millimeterarbeit gerade. Okay, jetzt mache ich dich grün. Grün. Oh, wie schön du leuchtest. Wie toll hier alles bunt wird. Das war eine Millimetersache gerade. Ich glaube, ein Tick später und ich wäre am Ende gewesen. Und die anderen beiden sollten mich nur ein bisschen erschrecken. Vielleicht. Aber sie haben es nicht geschafft. Ich blieb ganz ruhig in der ganzen Geschichte. Professionell das Ding hier runtergespielt. So, du bist das Erste, was ich kaputt mache. Wir haben da drüben einen orangenen Punkt. Alles klar. Da komme ich nicht durch. Ist die Tür hier schon offen für mich? Jawohl. Vielen Dank. Ja, dann machen wir dich doch erstmal violett, damit du da hinten in die Ecke kommst. Da haben wir einen roten und einen gelben. Den gelben werden wir verwenden, um da hinten das Ding kaputt zu machen. Und den werden wir dann orange machen. Das heißt, wir ziehen den auch schon mal davor, damit wir das direkt geregelt haben. So, jetzt ziehen wir hier nochmal einen gelben hin und du machst das kaputt.
Jetzt machen wir das hier hin. Damit du nämlich nicht da durchgehst. Orange ist gut. Orange sollte eigentlich gut sein. So, dass wir den hier orange machen können. Und wir machen dich orange und machen dich kaputt. Und dann kommst du auf jeden Fall hier vor. Sehr schön. So. Bereiten wir den hier vor, damit er gleich, wenn er nämlich in die Richtung geht, ich den da ausschalten kann. Und dann kommt er da rein und... Perfekt. Gelöst. Sehr gut. Komplett weißer Raum. Einfach nur durchlaufen. Und die nächste Treppe. Oh, schon in Level 3. Zweite Level lief jetzt eigentlich ganz gut. Nur zweimal, glaube ich, mussten wir restarten. So, da haben wir ein paar grüne Freunde, die mich hassen. Da haben wir ein paar violette, die noch neutral sind. Und wir haben einen orangenen neutralen. Da haben wir komplett grüne Wand. Das heißt, sobald ich da hier drauf gehe, dann öffnet sich die Tür. Wenn sich die Türen öffnen, machen die da drüben das kaputt. Das gleiche entspricht bei den Violetten. Aber ich gehe davon aus, dass das hier auch dafür entspricht. Aber das kann ich gar nicht verhindern. Was haben wir da? Violett. Ich mache jetzt erstmal dich kaputt und mache dich aus Spaß violett. Weil ich jetzt da drüben den Punkt orange mache. Und dann ziehe ich den darüber und ich hoffe, dass ich hier einen rübergezogen bekomme. Vielleicht hätte ich das zuerst machen sollen. Wir werden es sehen. Oha. Jetzt haben wir ganz viele. Welche Farbe brauche ich? Das ist egal. Ich könnte natürlich jetzt hier so einen gelben rausziehen oder den grünen. Okay. Mach doch mal nicht so einen Stress, du... Ja, was bist du eigentlich? Gar nichts. Ich würde sagen, wir fangen hier vorne einfach an. Machen den erstmal rot und rot. Ich glaube, das war dumm. Viel einfacher. Das war's? Das war das ganze Rätsel? Ach so, hätte ich die andere Seite genutzt, hätte ich durch die andere Seite gemusst. Das heißt, ich hätte die beiden schnell loswerden müssen. Das mache ich auch noch. Da habe ich jetzt Lust drauf und dafür machen wir... Den da oben braun. Oh, du lässt dich gar nicht mehr bewegen. Gut, dann lassen wir es. Tschüss. Ich wollte eigentlich da drüben noch rein, aber okay. Nächste Tür erwartet uns. Wieder alles weiß. So, was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier ein paar rote Dinger vorbereitet. Der ist violett. Ja, der muss violett werden. Wir müssen ihn da durchkriegen. Okay. Da drüben haben wir einen grünen. Das heißt, wir müssen den gelben nach links bringen, den roten nach rechts bringen. Da haben wir aber gleichzeitig hier noch rote Punkte. Wenn wir den gelb machen, kriegen wir den da rüber. Na, ich bin mir nicht ganz sicher, obwohl, doch, der zieht den.
So. Jetzt machen wir den hier gelb und dann kriege ich ihn darüber. Okay. Und wenn ich dich jetzt grün mache, müsstest du eigentlich da reingezogen werden. Perfekt. Und das gleiche machen wir jetzt mit dem roten. Den ziehen wir jetzt erstmal nach hier, dann nach da, machen dich raus, ziehen dich hier lang, das Violett machen, das Violett machen und dich Violett machen. Perfekt. Lief sehr gut. Da bin ich doch zufrieden mit dem Fortschritt gerade. Kann man auf jeden Fall nicht meckern, ich jetzt hier gerade durchmarschiere. Da du gerade die 50%-Marke der Tests überschritten hast, fühlen wir uns verpflichtet, eine traurige Wahrheit aufzudecken. Aufgrund eines kürzlich aufgetretenen, leicht massiven Einbruchs von Chromatex Aktienkurs werden wir dich am Ende der Tests nicht bezahlen können. Entschädigung erfolgt in der Form von günstigem, selbstgemachten Konfetti. Mhm. Vielen Dank dafür. Du bist rot. Das ist nur eine Tür. Eigentlich müsste es reichen, wenn ich jetzt den hier da hinhaue, oder? Genau, das ist die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist hier vorne. Verdammt, der andere ist hier. Kommen Sie bitte zurück. Weil es geht gar nicht. Das ist ja unfair. Ich hätte erst da hinten die Tür aufmachen müssen, um den blauen komplett hier durchzuziehen und dann den roten hier vorholen. Ich glaube, so um geht's nicht, weil die hier... Richtig, die sind massiv. Gut. Da hat mich der Punkt, dass ich keine Bezahlung bekomme, direkt mal abgelenkt. Wahrscheinlich sagt das nochmal. Da du gerade die 50%-Marke der Tests überschritten hast, fühlen wir uns verpflichtet, eine traurige Wahrheit aufzudecken. Aufgrund eines kürzlich aufgetretenen, leicht massiven Einbruchs von Chromatex Aktienkurs werden wir dich am Ende der Tests nicht bezahlen können. Entschädigung erfolgt in der Form von günstigem, selbstgemachten Konfetti. Komm her, du Blauer. Komm einmal hier durch, dann bist du nämlich hier. Perfekt. Und jetzt holen wir den... Ich brauche hier auch einen. Das heißt, ich muss jetzt den gelben von da erst ganz nach vorne holen. Ergo machen wir den hier erstmal dicht. Machen den erstmal dicht. Und dann kommt der gelbe hier vor. Komm... Komm mal mit. Jetzt kommt der hier durch. Und wenn der da durch ist, machen wir da vorne wieder einen roten hin. Um den nämlich die Tür zu öffnen. Dann gehst du nämlich hier durch. Geh mal durch die zweite Tür. Danke. Und du bleibst da. Und jetzt wird hier rot gemacht. Und da hinten der wird violettisiert. Und dann haben wir es geschafft. Sehr gut. Ja, das hat mich ganz kurz irritiert, dass ich kein Gehalt bekommen soll. Deswegen musste ich jetzt dieses Ding nochmal machen. Aber wir haben es hinbekommen. Schauen uns mal das nächste Level an. Das, einfach zu sein scheint. Zu einfach. Aha. Ach, der macht die Farbe wieder weg. Du bist ja ein cooles Teil. Machst du jede Farbe wieder weg? Das ist ja lustig. Und mit diesem kleinen Kerl, wie auch immer er heißen mag, verabschiede ich mich von dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht bei Chromagam. Bis dahin noch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Ciao, Leute.